Wow. Wieder. Ja, okay, das war jetzt ein bisschen zu viel gewollt. Und, okay, guter Start. Kann man nicht anders sagen. Sehr schön. Da hatte ich gerade die Lücke erwischt und das passt auch noch super. Geil. Ah, der trifft sogar. Ey, geil. Okay. Ja, da kann ich mich durchaus mit anfreunden. So. Ach Mann, das war doch gar nicht so schlecht. Oh, das war doof. Ja, das Problem ist halt echt, wenn man den da oben treffen will, durch vier von diesen Teilen durch, ne? Das ist schon hammerhart. Oh, getroffen. Der nicht, schade. Der aber. Ja, sehr gut. Okay. Ach so, scheiße, wir müssen den da oben auch treffen. Ich hatte mich schon auf Freuen vorbereitet. Ja, jetzt geht's nämlich schon wieder los hier. Oh, fuck, das hat geklappt. Geil. Okay, gut. Jetzt nochmal das Ganze. Ach nein. Nein, da war ich wieder zu ungeduldig. Ich hasse es. Naja, jetzt bin ich gleich tot. Ja. Okay, da muss ich echt schneller sein. Das ist nicht einfach. So, ich trinke jetzt einen Schluck und dann kommt die nächste Frage. Oh. Wähle drei Schurken aus Spielreihen und warum du sie magst. Gut, drei Schurken. Also es müssen Schurken sein, ne? Keine netten Leute. Schurken. Ich fange mal an mit Cortex aus Crash Bandicoot. Das ist für mich ein Schurke, der einfach nur sympathisch ist, allein durch die Synchro. Wobei, da auch nur in den ersten drei Teilen. Weil da doch die coole Synchro hat. Also er hat sie, glaube ich, auch noch in Zorn des Cortex. Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber das war einfach die geilste Cortex-Synchro überhaupt. Dieses knödelige und verzweifelte. Das hat er später halt nicht mehr so. Und es ist einfach nur sympathisch, weil er halt der ewige Verlierer ist und eigentlich nie wirklich eine Chance hat. Und das macht ihn eigentlich trottelig sympathisch, finde ich. Das wäre so der erste Schurke, der mir jetzt einfällt. Dann würde ich mal sagen, als Schurke ist Garrett, ja, Garrett ist schon ein Schurke aus Thief, ne? Also zumindest also im Remake mochte ich ihn sehr, sehr gerne, weil da wird er ja auch wieder von Sascha Rotermund synchronisiert und das ist schon wieder ein Pluspunkt, weil der ist echt cool. Und ja, der ist, ja, als Dieb musste man ihn als Schurke sehen, denke ich. Und ja. Weil der hat auch eine sehr ruhige und eigentlich nette Art. Er hilft ja auch eigentlich. Also er klaut ja nicht, um sich zu bereichern unbedingt, sondern um halt anderen auch zu helfen. So ein bisschen der Robin Hood unter den... ja, wie viel Zeit spielt das eigentlich? Ich weiß gar nicht. Das nee, ist ja kein Mittelalter. Ich weiß es gar nicht, wann das genau spielt. So ein kleiner Robin Hood. So, und dann... Ja gut, Albert Wesker ist natürlich auch ein Schurke, aber ich kann gar nicht unbedingt sagen, dass ich den mag. Er ist halt irgendwie kultig, ja. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich den als Schurken besonders mag. Er ist halt ein bisschen aufgebraucht, sag ich mal. Und man kann ihn nicht wirklich ernst nehmen. Komm, jetzt trifft den doch mal da oben. Jetzt. Ja, ich bin tot. Ja. Ach, scheiße. Ja, dann müsste mir doch ein dritter Schurke einfallen aus Spielereien. Es gibt aber auch so viele Spielereien, die ich mittlerweile kenne und wo ich gezockt habe, dass mir vielleicht gar nicht alle einfallen. Ich mag eigentlich auch Bowser sehr gerne von den Mario-Spielen. Bowser ist eigentlich auch ein netter, sympathischer Schurke. Aber warum, ist die große Frage, ne? Ähnliches Phänomen eigentlich wie bei Cortex.
auch der ewige Verlierer und dadurch irgendwie sympathisch geworden. wen mag ich denn noch besonders gerne von den Schurken her? Wo ich dann schon fast ein schlechtes Gewissen habe, ihn umzubringen. Boah. Ja, ist schwierig, ne? Finde ich jedenfalls. Gibt es da noch irgendwas, wo ich spontan sagen muss, oder musst du auf jeden Fall erwähnen? Bei Donkey Kong, den König, King Kong Rule. Obwohl, der ist mir eigentlich auch nicht sympathisch. Das ist einfach nur ein Arschloch. Ne, der ist mir nicht sympathisch. Also ein Schurke, der spielt man denn auch irgendwo einen Schurken als Hauptrolle? Also bei The Last of Us würde ich Joel nicht als Schurken sehen. Wobei er teilweise schon, also gerade zum Schluss hin, ein Lügner ist und natürlich auch nur für sich selbst eigentlich handelt. Aber er wird zu einem guten Menschen, finde ich. Also sein Charakter ist ja schon irgendwie edel. Und ja, nee, den würde ich nicht als Schurken bezeichnen, obwohl ich ihn sehr gern mag. Oder meinst du mit Schurken wahrscheinlich wirklich nur die Bösewichte in den Spielen? Also wie zum Beispiel Albert Wesker. Sonst würde ich den halt noch mit reinnehmen, auch wenn ich ihn nicht sonderlich mag, aber... ja. Sonst fällt mir jetzt gerade nichts ein. Fuck. Ja, tot. War klar. Okay. Dann sind wir mit den Scarfon-Fragen durch, weil mir jetzt spontan kein weiterer Schurke einfällt. Ich bin aber auch, muss ich dazu sagen, jetzt nicht jemand, der wie alle Spielereien super gut kennt. Und es kann durchaus sein, dass ich da mal, dass ihr da welche auf dem Zettel habt von Spielen, die ich überhaupt nicht kenne oder nie gespielt habe. Und wenn ich ein Spiel nie gespielt habe, kann ich halt auch nicht sagen, oh, den mag ich total gern, den Bösewicht, ne, ist klar. Das bitte ich zu berücksichtigen. Ich bin halt... Viele denken vielleicht, weil ich jetzt Let's Plays mache, dass ich mich saugut mit allen möglichen Spielen auskenne. Nee, dem ist nicht so. Also viele von den Spielen, die ich mit euch zusammen zocke, habe ich ja auch tatsächlich erst durch das Let's Play entdeckt. Ja, wie jetzt zum Beispiel Uncharted. Das ist eine Spielreihe, die ich wahrscheinlich sonst nie wirklich auf dem Schirm gehabt hätte, weil ich mir das nie gekauft hätte. Aber jetzt, weil einige gesagt haben, du, pass mal auf, das könnte was für dich sein, weil es ein bisschen von der Art her so ein bisschen... nach The Last of Us geht, was ja auch stimmt, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Nur halt eine andere Geschichte und halt natürlich ein bisschen humaner, nicht ganz so brutal. Hat halt nichts mit Endzeit oder Zombies zu tun, sondern halt einfach ein schönes Abenteuer. Und ist genau mein Ding, also muss ich ja echt sagen. Das hat mich total gefesselt und fasziniert. Finde ich super. Das läuft gerade richtig gut, ne? So, und jetzt kommt wieder mein Lieblingsbombel da oben, den ich nicht treffen werde. Oh, fuck, hat geklappt. So, okay, jetzt sind wir wieder in der berühmten vierten Runde, wo wir einmal erst waren, ne? Und das könnte vielleicht ja auch diesmal klappen. Scheiße. Er zählt. Okay. Okay. Noch zwei. Ach komm. Ne, so nicht. Na, jetzt zu weit. Ja, jetzt treffe ich den unteren schon nicht. Das ist natürlich ein Problem. Ach Mann, fuck, ey. Das war doch ganz gut. Der trifft. So, jetzt einen noch. Fuck. Jetzt steigt die Flut und ich bin tot. Oh! Ja! Komm, schnappst du dir? Wir haben es geschafft. Ah, es gibt nochmal drei. Warum? Das ist doch Quatsch. Geil. Ja, schön, wir haben es hingekriegt. Ich freue mich. Oh, geil. Endlich mal. Ey, wir haben jetzt einen Punkt oder zwei erreicht, ne? Geil, jetzt gehen wir auf den Vulkan zu. Ich hoffe nicht, ja, ist es jetzt... Oh, jetzt bin ich schon wieder überfallen unterwegs. Ach du Scheiße. Wir kommen ja kaum voran, aber ist ja nicht so schlimm. Wir wollen ja noch ein paar Aufnahmesessions hinkriegen. So, was haben wir da? Räume die angegebenen Blöcke ab, und zwar jeden davon innerhalb von 50 Sekunden. Es könnte einfacher sein, als du zuerst glaubst. Okay, rot. Das hatten wir irgendwie schon mal, ne? Ach ja, ich habe ja nur lila, deswegen... Ach so, ich muss die verfärben, ne?
Richtig, so war das. Ich muss ein bisschen Vorarbeit leisten. Ja. Ja. Egal, ist... Ein bisschen reinballern. Jetzt habe ich da schon angefangen, den Orangenen zu töten. Zu töten. So was Ähnliches gab es aber schon mal. Ja, das kriegt man hin, ja. Ich muss halt nur ein bisschen eine Übung da reinkriegen und... Eigentlich wäre es hier ganz gut, wenn das Wasser hochsteigt. Weil dann komme ich da oben besser ran. Na gut, okay. Versuchen wir das nochmal. Nochmal rot. Geht das irgendwie mit rot los? Ja. Pass auf, dann machen wir das mal eben so, dass ich mich hier hinstelle. Ja. Okay, das machen wir mal so. Einmal hier alles einkringeln, denn der Witz ist ja, dass dann ja eigentlich alles abfällt. Oh, das war nicht so schlecht. Ja, das dachte ich mir nämlich so. Aber den Äußersten dazu treffen ist natürlich schwierig. Ja, das schaffe ich auch so nicht. Das klappt bei den Mittleren natürlich besser. Ja. Okay, aber so im Prinzip ist das schon richtig, was ich davor habe. Aber ich glaube, das wird halt schwierig. Ich müsste den ganz rechts da treffen. Das wäre geil. Aber das lässt das Spiel nicht zu, glaube ich. Schön wär's. Ja, doch, hat geklappt. Oh, geil. So habe ich mir das nämlich gedacht. Und passt mal auf, wenn ich nämlich jetzt das gleiche mache wie eben, dann fällt nämlich alles ab. So, jetzt muss ich halt nur noch schön da oben den platzieren. Oh, das fällt nicht gut. Ja, geil. Das meine ich. Ha! Hat er genauso habe ich mir das gedacht. Das war nämlich der Vorwurf-Effekt. Zurücktreten. Warum? Welchen darf ich? Bitte orange. Grün. Schade. Okay. Aber da geht's, glaube ich, auch ganz gut. Diese Geräusche gerade übrigens, dieses erinnert mich gerade sehr, also ein bisschen an drei Fragezeichen. Und zwar an drei Fragezeichen das Museum. Das ist so eine DVD, wo praktisch so alle möglichen Hörspiele bis Folge 100, glaube ich, aufgelistet sind. Und schade, jetzt muss ich dann doch wieder rumstückeln. Das schaffe ich nicht mehr. Da ist so eine ähnliche Musik im Hintergrund. Ja, hat sich erledigt. Also ich muss irgendwie die Eckpunkte ein bisschen markieren und dann abschießen. Ist es machbar, auf jeden Fall. Jetzt muss ich wieder mit Rot anfangen. Ich kann mich ja schon mal dahin begeben. Weil ich glaube, es ist immer das Gleiche. Na, komm. Na komm, du musst es treffen. Ja, wenn ich nicht sterbe, ist egal. Jetzt ist die Zeit eh verplempert. Das habe ich richtig gut gemacht. Okay, die erste Frage von Helena Gilbert, damit wir hier mal weiterkommen. Wenn du ein Spielehersteller wärst, welche Spiele würdest du entwickeln? Schon so in die Richtung Survival-Horror, würde ich sagen, oder auch hier sowas wie Uncharted, weil das ist so eine Art, die mir sehr gut gefällt, dass man irgendwie so einen Charakter in einer Third-Person-Perspektive hat. Und ja, dann halt schon mit bisschen Waffentuning. Also, nee, nicht unbedingt Tuning, aber dass man halt verschiedene Waffen hat und mit denen dann die Gegner praktisch einfach niedermetzelt. Und natürlich eine schöne Geschichte dabei und auch sowas wie Sachen einsammeln, dass man Sachen finden kann, wie zum Beispiel bei Uncharted die Schätze. Oder bei The Last of Us, was war das denn, diese Comics? Oder ja, dass man halt irgendwelche Sachen einsammeln kann, um seine Waffen zu verbessern, sowas in der Richtung. So würde mir das schon sehr gefallen. Ja, das war jetzt schlecht. Aber sowas in der Richtung, das wäre schon die Spielart, die mir zusagen würde.
gar nicht so unbedingt in den Bereich Jump'n'Run. Als Jugendlicher habe ich mich oft so gefragt, wie es sein würde, mal sein eigenes Jump'n'Run-Spiel zu kreieren. Da war ich ja sehr auf der Schiene so Donkey Kong Country und die alten Mario-Spiele. Das waren so meine Jump'n'Run-Erfahrungen. Und da hatte ich auch mal gesagt, ich mache auch mal so ein Spiel. Und ich hatte nicht mal Bock drauf. Als Kind wollte man auch ganz gerne ein Spieleentwickler oder so werden. Und ja, ist natürlich dann nicht dazu gekommen. Aber ja. Und jo. Also das wäre schon so ein bisschen meine Art. Meine Art von Spiel, die ich bevorzugen würde. Perfekt. Und jetzt einfach nur treffen. Komm. Perfekt. Ich färbe hier schon mal ein bisschen ein. Ach so, die verschwinden ja, schade. Ich dachte, ich könnte schon ein bisschen Vorarbeit leisten. Jetzt kommt grün, ja. Eigentlich müsste genau das gleiche wieder gelten jetzt, wie eben. Ja. Ich habe hier natürlich ein bisschen mehr Platz nach hinten raus, tatsächlich. Was ich jetzt vielleicht auch nutzen sollte. Fuck. Okay. Ah, fuck. Ich muss das erst richtig einfärben, bevor ich das abschieße. Das ist ganz wichtig. Und den da hinten auch noch. Nein. Fuck. Und jetzt kann ich schon wieder vergessen. Oh, es sei denn, ich treffe den nochmal. Naja, hat sich erledigt. Okay. Aber gut, das Prinzip ist richtig. Das Gute ist, dass es den leichtesten zum Schluss gibt und den schwierigsten hier wirklich am Anfang, weil der rote echt so ein bisschen Kacke an der Seite hängt. Denke ich schon, haben sie das ganz gut gemacht. Man fängt mit dem Schwierigsten an und arbeitet sich dann zum Leichtesten durch. Komm her, da oben. Ach, das muss doch treffen. Ja, danke. Das wird natürlich zeitlich wieder ein bisschen knapp. Aber so muss ich das machen. Ja. Nein. Fuck. Nein! Ja, der war schon gar nicht so schlecht, aber das, ja, wird nichts mehr. Zeit ist zu knapp. Hätte fast noch funktioniert, ne? Aber nur fast. Gut. Oh. Auf ein neues oder neue Frage. Wenn du ein Regisseur, wenn du ein Regisseur wärst, welche Filme würdest du produzieren? Auf jeden Fall Horrorfilme, denke ich. Weil, das ist schon mein Lieblingsgenre. Oder halt so Sachen wie Krimis. Krimis mag ich halt auch. Oder, ja, Thriller halt. Sowas wie Sieben. Ich würde Sieben gar nicht mal unbedingt in die Horrorschiene packen. Sieben ist halt einfach nur ein richtig geiler, ja, ein Thriller halt. Was, auch schon auch ein Krimi, doch. Aber halt richtig geil. Und, das ist so ein bisschen die Richtung, in der ich, glaube ich, mein Hauptaugenmerk legen würde. Oh, das war gar nicht schlecht. Das war sogar sehr geil. Und so nicht. Ey, was war das denn? Das klang gerade wie Scheiß gegen die Wand. Komm, das triffst du noch. Das gibt's doch nicht. Hat doch fast geklappt. Ja, da deine Stimme super klingt, dankeschön, würdest du deine Stimme einem Charakter geben wollen? Film, Serie oder Videospiel? Prinzipiell schon. Also ich habe mittlerweile ja nichts mehr dagegen, wenn man meine eigene Stimme hört. Also ich habe ja als Kind mit einem Kumpel schon zusammen Hörspiele aufgenommen. Natürlich wurden die nie irgendwie öffentlich gemacht oder sonst irgendwas. Das wäre für uns so zum Zeitvertreib. Aber das hat uns immer schon Spaß gemacht, mit der Stimme und so zu spielen. Und deswegen mag ich das Let's Play wahrscheinlich auch sehr gerne, weil es ist ja, gut, es ist keine Schauspielerei, was ich hier mache, Gottes Willen, ne? Ich bin schon authentisch, aber es ist halt schon was anderes, als wenn ich jetzt mich mit einem Kumpel unterhalten würde. Also es ist schon so, wenn ich Let's Play, man fällt in so einen gewissen Tonus, sag ich mal. Und ähnlich wäre es dann, glaube ich, auch, wenn man irgendwie das mit einem Film macht.
Wobei, eine Schauspielausbildung oder so müsste ich dann schon irgendwie wahrscheinlich machen. Und da hätte ich jetzt auch nicht mehr den Nerv zu. Aber so eine kleine Gastrolle vielleicht in so einem Hörspiel, wenn mir das einer anbieten würde, so, pass auf, du, wir haben da so eine kleine Nebenrolle. Hättest du Lust, da so zwei, drei Sätze zu sprechen für eine Hörkassette? Und am besten noch für drei Fragezeichen oder so. Dass man sich selbst dann einmal in einer Drei-Fragezeichen-Folge vielleicht verewigt hat. Also so ein paar Sätze kriege ich ja dann auch ohne Schauspielausbildung hin. Es wäre natürlich schon geil, klar, aber es ist halt so ein kleines Träumchen. Aber ich da also so, als dass ich praktisch so eine Hauptrolle spreche oder so eine eigene richtige Serie dann für mich habe, ja, klar wäre das was Schönes, aber wie gesagt, das ist mit sehr, sehr viel Können verbunden. Und ich bin jetzt niemand, der, also ich bin jetzt nicht wahnsinnig stolz auf meine Stimme, sag ich jetzt mal. Also ich finde, meine Stimme klingt recht normal. Ich finde es natürlich schön, wenn euch meine Stimme so gut gefällt. Und das, ja, freut mich natürlich. Aber ich finde sie selbst jetzt nicht so herausragend, dass sie sich jetzt als, ja, dass man mich jetzt unbedingt als Sprechertalent oder so entdecken müsste, sag ich jetzt mal. Da gibt es andere Stimmen, die mehr Charakter haben, sag ich mal. Klar ist meine Stimme, also jede Stimme ist irgendwo einzigartig, das ist klar. Aber das könnt ihr ja gerne nochmal schreiben, ob ihr wirklich glaubt, dass meine Stimme jetzt so einzigartig ist, dass ich sie unbedingt einem Schauspieler zuordnen würde. Oder, andere Frage, welchen Schauspieler würdet ihr denn mit meiner Stimme gerne hören? Das kann ich jetzt selbst gar nicht beurteilen, so. Wen würde ich denn synchronisieren wollen, wo ich dann nicht unbedingt hinterher denke, oh Gott, klingt das denn scheiße? Zu welchem Schauspieler würde meine Stimme passen? Boah, das ist eine ganz schwere Frage, finde ich. Aber gut, oder war das sogar gefragt? Ich muss gleich mal eben kurz gucken, ob ich mich dazu äußern soll. Weil wenn, dann wüsste ich jetzt gerade überhaupt nicht, wen ich da wählen sollte oder wen ich da verdammen sollte. Das ist ja schon fast ein Fluch. Du musst meine Stimme haben. Fuck. Okay, ich sollte anfangen mit Schießen. Scheiße.